Questa è una video lezione particolare, vi spiego perché. Ho voluto usare un dialogo non solo per farvi memorizzare nuove frasi, ma anche per farvi migliorare la pronuncia attraverso l'ascolto ripetuto di ogni singola frase. Quindi, nella prima parte di questo filmato, vi farò ascoltare tutto il dialogo con l'audio rallentato e i sottotitoli in tedesco. Nella seconda parte, vi darò la traduzione del significato di ogni frase, vi farò ascoltare ogni singola frase due volte e dopo vi chiederò di ripeterla. Mentre nella terza parte vi darò la traduzione letterale di ogni singola frase, vi chiederò di leggerla e poi ve la farò ascoltare tre volte. Alla fine di questo filmato ascolterete il dialogo senza traduzione alcuna e senza nemmeno i sottotitoli in tedesco. Lo so che costruito in questo modo il video è lungo e noioso, ma vi chiedo per questo motivo di avere tantissima pazienza, perché solo con la ripetitività nell'ascolto di una parola o di una frase la si può memorizzare bene. Quindi concentratevi, armatevi di pazienza e buon ascolto. Hallo Sandra, lange nicht gesehen. Bist das echt du, Mark? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Naja, nichts Besonderes. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Ich habe den ganzen Sommer gejobbt. Wo denn? Im Schnitzeleck. Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Der Laden ist jetzt viel größer. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Ich kann gar keine mehr sehen. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals. Aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Motorroller dort gehört mir. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft? Ja, an meine Schwester. Die darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Stimmt. Deine Schwester ist 1 Jahr älter als meine. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause? Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Wohnst du noch in der Grabenfeld-Siedlung? Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Ja, total. Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Du hast ja noch 1 Jahr Zeit. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Meine Telefonnummer hast du ja, oder? Ja, sicher, mach ich. Ich melde mich bei dir. Mach's gut, Mark. Alles klar. Bis bald, Sandra. Ciao, Sandra. È da molto tempo che non ci vediamo. Hallo, Sandra. Lange nicht gesehen. Hallo, Sandra. Lange nicht gesehen. Sei davvero tu, Mark? Bist das echt du, Mark? Bist das echt du, Mark? È fantastico che tu sia di nuovo qui. Come stai? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's?
Cosa hai fatto tutto quest'anno? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Beh, nulla di speciale. Naja, nichts Besonderes. Naja, nichts Besonderes. Ho iniziato gli studi e in estate sono stato in viaggio per 6 giorni in Spagna e Portogallo. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Quindi hai fatto le vacanze molto più belle delle mie. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Io ho lavorato per tutta l'estate. Ich habe den ganzen Sommer gejobbt. Ich habe den ganzen Sommer gejobbt. Dove? Wo denn? Wo denn? In una trattoria rosticceria tipo fast food. Im Schnitzeleck. Im Schnitzeleck. Al negozio fast food. Dai ancora, davvero. Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Anch'io tempo fa ci lavorai, ma solo per 2 ore al giorno. Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Il negozio ora è molto più grande. Der Laden ist jetzt viel größer. Der Laden ist jetzt viel größer. Ho venduto cotolette e hamburger per 8 ore al giorno. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Credimi, non ne posso più. Ich kann gar keine mehr sehen. Ich kann gar keine mehr sehen. Dunque, hai guadagnato molto più di me. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals. Ma ho già speso tutto di nuovo. Mi sono decisa e ho preso degli scooters nuovi. Aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Motorroller dort gehört mir. Aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Motorroller dort gehört mir. Bene. Io purtroppo non posso fare altrettanto. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Il mio scooter è vecchio, ha 6 anni. E pensa che quando l'ho preso mi costò molto meno del tuo. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Cosa hai fatto del tuo vecchio scooter? L'hai venduto? Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft? Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft?
Sì, a mia sorella. Ja, an meine Schwester. Ja, an meine Schwester. Lei infatti a partire da questo anno può guidare uno scooter. Sie darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Sie darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Sì, è vero. Tua sorella ha un anno in più della mia. Stimmt, deine Schwester ist ein Jahr älter als meine. Stimmt, deine Schwester ist ein Jahr älter als meine. Infatti Alessandra non può ancora guidare uno scooter. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Effettivamente, dove vivi ora? Non vivi più nella vecchia casa, giusto? Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause. Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause. No, vivo con i parenti. Lì davvero una grande stanza. Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Però in effetti starò lì solo per questa settimana. Poi dovrò tornare a Colonia. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Vivi ancora nel sobborgo di Grabfeld? Wohnst du noch in der Grabenfeld-Siedlung? Wohnst du noch in der Grabenfeld-Siedlung? Sì, insieme a mia sorella. Abbiamo una stanza lì. Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Fa un po' schifo, ma sai, finirò la scuola l'anno prossimo. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Ti piace quello che stai studiando? Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Sì, tantissimo. Ja, total. Ja, total. Solo gli esami sono più difficili dello studio che si fa a scuola e i professori sono molto severi. Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger. Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger. Proprio per questo motivo sto riflettendo ancora sull'impegno che richiede lo studio universitario. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Ma guarda, tu hai ancora un anno di tempo per riflettere. Du hast ja noch ein Jahr Zeit. Du hast ja noch ein Jahr Zeit. Vieni anche da me a Colonia, a farmi una visita quando ne avrai voglia. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Sì,
Sì, certo, ti chiamerò, mi farò sentire io. Ja, sicher, mach ich. Ich melde mich bei dir. Ja, sicher, mach ich. Ich melde mich bei dir. Tante belle cose, Mark. Mach's gut, Mark. Mach's gut, Mark. Okay, perfetto. A presto, Sandra. Alles klar. Bis bald, Sandra. Alles klar. Bis bald, Sandra. Hallo Sandra, lange nicht gesehen. Hallo Sandra, lange nicht gesehen. Hallo Sandra, lange nicht gesehen. Bist das echt du, Mark? Bist das echt du, Mark? Bist das echt du, Mark? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Na ja, nichts Besonderes. Na ja, nichts Besonderes. Na ja, nichts Besonderes. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Ich hab den ganzen Sommer gejobbt. Ich hab den ganzen Sommer gejobbt. Ich hab den ganzen Sommer gejobbt. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Im Schnitzeleck. Im Schnitzeleck. Im Schnitzeleck. Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Der Laden ist jetzt viel größer. Der Laden ist jetzt viel größer. Der Laden ist jetzt viel größer. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Ich kann gar keine mehr sehen. Ich kann gar keine mehr sehen. Ich kann gar keine mehr sehen. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals.
aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Mutterroller dort gehört mir. Aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Mutterroller dort gehört mir. Aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Mutterroller dort gehört mir. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft? Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft? Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft? Ja, an meine Schwester. Ja, an meine Schwester. Ja, an meine Schwester. Die darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Die darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Die darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Stimmt, deine Schwester ist 1 Jahr älter als meine. Stimmt, deine Schwester ist 1 Jahr älter als meine. Stimmt, deine Schwester ist 1 Jahr älter als meine. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause. Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause. Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause. Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Wohnst du noch in der Grabenfeldsiedlung? Wohnst du noch in der Grabenfeldsiedlung? Wohnst du noch in der Grabenfeldsiedlung? Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Ja, total. Ja, total. Ja, total. Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger.
Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger. Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Du hast ja noch ein Jahr Zeit. Du hast ja noch ein Jahr Zeit. Du hast ja noch ein Jahr Zeit. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Meine Telefonnummer hast du ja, oder? Meine Telefonnummer hast du ja, oder? Meine Telefonnummer hast du ja, oder? Ja, sicher mach ich. Ich melde mich bei dir. Ja, sicher mach ich. Ich melde mich bei dir. Ja, sicher mach ich. Ich melde mich bei dir. Mach's gut, Mark. Mach's gut, Mark. Mach's gut, Mark. Alles klar. Bis bald, Sandra. Alles klar. Bis bald, Sandra. Alles klar. Bis bald, Sandra. Hallo, Sandra. Lange nicht gesehen. Bist das echt du, Mark? Super, dass du wieder einmal da bist. Wie geht's? Was hast du im letzten Jahr alles gemacht? Naja, nichts Besonderes. Ich habe mein Studium begonnen und jetzt im Sommer war ich 6 Wochen in Spanien und Portugal unterwegs. Dann hattest du schönere Ferien als ich. Ich habe den ganzen Sommer gejobbt. Wo denn? Im Schnitzeleck. Dem Fastfoodladen? Den gibt's noch? Wirklich? Da habe ich auch einmal gearbeitet, aber nur 2 Stunden am Tag. Der Laden ist jetzt viel größer. Ich habe jeden Tag 8 Stunden Schnitzel und Burger verkauft. Ich kann gar keine mehr sehen. Dann hast du natürlich auch viel mehr verdient als ich damals. Aber auch schon wieder ausgegeben. Der neue Motorroller dort gehört mir. Nicht schlecht. Da kann ich nicht mithalten. Meiner ist jetzt 6 Jahre alt und war damals schon billiger als deiner da. Was hast du mit deinem alten Roller gemacht? Verkauft? Ja, an meine Schwester. Die darf nämlich seit diesem Jahr damit fahren. Stimmt, deine Schwester ist 1 Jahr älter als meine. Alexandra darf noch nicht mit einem Roller auf die Straße. Wo wohnst du eigentlich jetzt? Wohl nicht zu Hause? Nein, bei Verwandten. Dort habe ich ein richtig großes Zimmer. Zwar nur noch für diese Woche, aber dann muss ich sowieso zurück nach Köln. Wohnst du noch in der Grabenfeld-Siedlung? Ja, noch immer mit meiner Schwester in einem Zimmer. Das nervt schon etwas, aber ich bin ja auch nächstes Jahr mit der Schule fertig. Gefällt dir eigentlich das, was du studierst? Ja, total. Nur die Prüfungen sind härter als in der Schule. Die Professoren sind viel strenger. Vielleicht überlege ich mir das mit dem Studieren dann doch noch einmal. Du hast ja noch 1 Jahr Zeit. Komm mich doch einmal in Köln besuchen, wenn du Lust hast. Meine Telefonnummer hast du ja, oder? Ja, sicher mach ich. Ich melde mich bei dir. Mach's gut, Mark. Alles klar. Bis bald, Sandra.